Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein Food Diary. Ihr seht in diesem Video, was meine Jungs, sie sind 15 und 11 Jahre alt, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich mich schon seit vielen Jahren pflanzenbasiert ernähre, vegan und auch zum größten Teil rohköstlich. Meine beiden Jungs sind weder Rohköster noch Veganer noch Vegetarier, aber hier bei uns zu Hause essen sie zu 90 bis 95% rein pflanzlich. Es gibt einige tierische Produkte, die wir mittlerweile zu Hause haben, weil sich meine Jungs das wünschen. Das sind zum Beispiel Eier, gerade für meinen Jüngsten, oder Rohmilchbutter, die bevorzugt auch mein Jüngster. Dann haben wir auch Ghee da, damit brät mein Ältester gern, wenn er mal kocht. Und wir haben auch verschiedene Sorten von Honig da. Das lieben beide Jungs. Aber zum größten Teil werden sie hier von mir pflanzenbasiert ernährt. Ich koche ja auch selber, backe selber, bereite verschiedene Rohköstlichkeiten, Süßigkeiten zu. Da ist immer eine ganz große Vielfalt dabei. Und wenn sie bei anderen Familienmitgliedern sind oder bei Freunden, dann lernen sie eben auch andere Lebensmittel bzw. Nahrungsmittel kennen und auch gewisse Industrieprodukte, die ich so für meine Jungs nie kaufen würde. So kennen meine Jungs aber eine ganz große Bandbreite an Lebensmitteln. Sie wissen auch, wie vielfältig die pflanzliche Ernährung sein kann. Und dazu kennen sie eben auch noch die Lebensmittel, die so die Allgemeinheit zu einem größten Teil ist, also gewisse Industrieprodukte. Seit einigen Jahren veröffentliche ich nun schon hier auf diesem Kanal regelmäßig Food Diaries und in vielen Kommentaren kann ich erkennen, wie fasziniert viele Zuschauer sind, wie vielfältig man Kinder pflanzenbasiert ernähren kann. Und so freue ich mich wieder, euch mit diesem Video ein paar pflanzenbasierte Inspirationen zu geben. Los geht's! Damit starten meine Jungs am Vormittag. Das sind wieder ein paar Chlorella-Presslinge, also Mikroalgen mit Wasser. Danach gibt es für die Jungs True Foods, für den ältesten True Foods mit Drachenfrucht, also die pinkfarbene Variante. Und für den jüngsten True Foods mit Mango, die gelbe Variante. Gegen die Mittagszeit gibt es für die Jungs selbstgebackenes glutenfreies Brot. Für meinen ältesten wieder mit rohköstlichem Bärlauchpesto von Heldenkraut. Das gibt es bei Jurassic Fruit. Und für meinen Jüngsten gibt es zwei durchgeröstete Brotscheiben mit etwas Rohmilchbutter. Meinem Jüngsten hat es so gut geschmeckt, dass er gleich noch eine zweite Portion möchte. Also zwei Scheiben gut durchgeröstetes glutenfreies Brot mit etwas Rohmilchbutter. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt Reiswaffeln mit einem Überzug aus Bitterschokolade. Mein Ältester hat gerade aus diesen beiden Gläsern genascht. Links ist ein würziger Snack aus jungem Kokosnussfleisch. Das wird mariniert und dann wieder trocken gedörrt und rechts selbstgemachte Karob-Schokolade. Silas hat jetzt in unserem Vorratsschrank diese Dinkelcracker mit Sesam entdeckt und wollte gern mal eins naschen. Eins oder nimmst du noch mehr raus? Ich nehme noch mehr. Mein Jüngster hat jetzt ein paar von diesen Dinkel-Sesam-Crackern gegessen und bekommt jetzt hier diese knappe Mischung, die hat er sich gewünscht. Die besteht aus Sonnenblumenkernsprossen. Die habe ich wieder trocken gedörrt. Davon haben wir immer eine Menge als Vorrat da. Dazu gibt es noch Rosinen und Kakaonips. Für meinen Ältesten gibt es jetzt eine Gurke. Die habe ich halbiert und dazu panierte Zwiebelringe. Das sind vegane Zwiebelringe. Die haben sogar Rohkostqualität. Die sind auch glutenfrei und fettarm. Dazu habe ich auch schon ein Video veröffentlicht, also ein Rezeptvideo, das verlinke ich oben rechts in den Infokarten. Hier in diesem Glas befinden sich selbstgemachte Energiebällchen, die bestehen einfach nur aus Kokosflocken, Datteln und Vanillepulver. Da hat mein Ältester heute auch ein paar genascht. Das hier ist unsere Abendmahlzeit für heute. Für meine Jungs gibt es Backkartoffeln, also die werden mit der Schale im Ofen gebacken. Die werden dann so eingeschnitten und nach dem Backen werden sie mit Rohmilchbutter bestrichen und mit Salz bestreut. Das ist hier der Teller von meinem Jüngsten. Für meinen Ältesten gibt es auch ein paar Backkartoffeln und dazu wird er noch eine Portion Salat essen. Das ist gemischter Salat, da ist Rucola dabei, Gurke, Tomate und Kresse. Dann haben wir hier ein Olivenöl, Salz und ich habe hier noch so ein Dressing gemixt aus Mandelmus, Knoblauch, Zitrone, Kräuter und Wasser. Und für mich gibt es zum Salat selbst panierte Zwiebelringe. Die haben Rohkostqualität und sind auch glutenfrei.
Und die hat ja Simon heute schon gegessen. Und dann gibt es noch eine kleine Portion Wildkräuter, Löwenzahn, Brennnessel, Knoblauchsrauke, Hirtentäschel und Gänseblümchen. Silas, wie isst du das? Du isst die Schale nicht mit, ne? Kannst du mal so an einer Kartoffel zeigen, wie du das so machst? Ich nehme eine Kartoffel. Oh, warte mal, da muss ich mal mit der Kamera ein bisschen hoch. Ich nehme eine Kartoffel, mache Ja. ein kleines Stück ab und Und dann. dann? Okay. Gegen 10:30 Uhr für meine Jungs gibt es als erstes wieder Chlorella-Presslinge mit Wasser und anschließend frisch gepressten Orangensaft. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt eine Portion Dinkel-Cornflakes. Das sind noch ein paar gepuffte, glutenfreie Getreidesorten dabei. Ich glaube Buchweizen und Hirse. Und dazu gibt es etwas Hafer-Schokomilch. Für meinen Ältesten gibt es jetzt einen kleinen Fruchtteller mit Äpfeln, Kiwi, Orangenstücke, getrocknete Mango und getrocknete Ananasstücke. Für meinen Ältesten gibt es jetzt eine Portion Nüsse. Das sind Cashewnüsse mit Haut. Dann haben wir noch Macadamia-Nüsse und Pistazien. Die sind ungeröstet und ungesalzen. Alle diese Nüsse sind ungeröstet und ungesalzen. Die haben Rohkostqualität. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt ein großes Glas Schoko-Hafermilch. Silas, das ist dein Lieblingsgetränk. Ja. Und da hast du kürzlich auch ein kleines Spaßvideo dazu gemacht, oder? Das verlinken wir auch mal oben in den Infokarten. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt eine kleine Portion Dinkel-Paniermehl. Na, Silas, das ist dein Lieblingssnack, oder? Ja. Manche essen gern Schokolade und du isst gern Dinkel-Paniermehl. Wir waren jetzt auch gerade draußen. Der Silas hat gerade noch sein Mi-Band rum. Das hat mir schon im letzten Food Diary hat mir sein Video dazu verlinkt, so ein Unboxing-Video. Und jetzt hast du ja auch ein Fazit gemacht. Du hast es ja auch nur um, wenn wir spazieren gehen. Ne? Und im Video erklärst du ja auch dein Fazit. Ne? Du hast das ein bisschen getestet und du erklärst auch, worum du oder Henry, du hast das Video ja wieder mit unserem Mitbewohner Henry gemacht. Und er erklärt auch, warum du das Band nicht immer trägst. Ne? Du machst es meistens dann auch wieder ab. Genau, das Fazitvideo von Silas verlinken wir euch mal oben in den Infokarten. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es eine große Portion Quinoa. Den Quinoa habe ich in wenig Salzwasser gekocht und anschließend mit etwas Sojasauce und Hefeflocken gewürzt. Für meinen Ältesten gibt es diese Mahlzeit auch eine kleine Portion Quinoa. Dazu noch ein paar Paranüsse, rohköstlich panierte Zwiebelringe. Dazu habe ich auch schon ein Rezept veröffentlicht. Ich verlinke das Rezeptvideo oben in den Infokarten. Dann gibt es noch selbstgezogenes Erbsen- und Sonnenblumenkerngrün und eine große Portion Salat. Das ist ein Mischsalat, noch mit Gurke, Tomate und gefrorene Kräuter. Da gibt es so eine 6-Kräuter-Mischung. Zu diesem Salat gibt es wieder ein Dressing aus weißem Mandelmus, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und auch wieder ein bisschen gefrorene 6 Kräuter. Als erstes gibt es wieder für meine Jungs etwas Wasser mit Chlorella-Presslingen und für meinen Ältesten gibt es noch ein Moringa-Pressling. Ich mixe jetzt gleich für meine Jungs einen Fruchtshake, der besteht aus reifen Bananen. Das sind so 3 mittlere reife Bananen, dann gefrorene Himbeeren, gefrorene Wildheidelbeeren, ein paar Datteln. Dann ist noch ein gefrorenes Limettenblatt dabei, dann noch selbstgemachtes Hagebuttenpulver, etwas Vanillepulver, dann hier das helle Pulver, das ist noch Lokuma-Pulver, also so eine Art Fruchtpulver und dann hier das grüne, das ist Grassaftpulver. Da kommt jetzt noch Wasser dazu und dann wird das alles schön gemixt. Ach, ich habe noch was vergessen, diesmal wollte ich noch geschälte Hanfsamen dazugeben, das sind 4 gehäufte Teelöffel. Und jetzt gibt es für beide eine große Portion Bärenshake. Gegen 13:40 Uhr gibt es für meinen Ältesten selbstgebackenes, glutenfreies, getoastetes Brot mit rohköstlichem Bärlauch-Cranberry-Pesto. Dieses Pesto liebt mein Ältester. Das bestellen wir ab und zu bei Jurassic Fruit. Dort bestellen wir unter anderem auch ab und zu reife Früchte, Trockenfrüchte, Nüsse, Lavaerde für die Haare oder Cassia Fistula zur Darmreinigung. Ihr findet den Link zu Jurassic Food unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für alle Erstbesteller gibt es auch 10% Rabatt. Ihr findet den
Rabattcode auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das ist dieses selbstgebackene Brot. Das backe ich schon seit einigen Jahren für meine Jungs. Das besteht aus glutenfreien Haferflocken, Sonnenblumenkerne, die ich aber vorher ankeime und dann wieder trockne. Ich habe ja immer einen großen Vorrat an getrockneten Sonnenblumenkernsprossen da. Dann verwende ich für das Brot Walnüsse oder Mandeln. Dann ist noch Leinsamen dabei, ein bisschen Flohsamenschalen, Chiasamen, die lasse ich aber auch ab und zu weg. Dann ist noch etwas Salz dabei und Wasser. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt 2 Scheiben von diesem Brot, auch wieder geröstet und mit Rohmilchbutter. Die kann man kaum sehen, weil sie schon gerade fast weggeschmolzen ist. Gegen 16.15 Uhr gibt es für meinen Ältesten einen selbstgemachten rohköstlichen Kuchen, einen Schoko-Bananenkuchen. Der besteht aus wenigen Zutaten, Mandeln, Datteln, Kakaopulver, ein bisschen Vanillepulver, Bananen und die obere Schicht besteht aus Kokosöl und Karopulver. Mein Jüngster hat auch gerade ein Stück dieses Schoko-Bananenkuchens gegessen, ich hatte es allerdings vergessen mitzufilmen. Hier seht ihr die Abendmahlzeit meiner Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es eine große Portion Hirse. Das ist regionale Hirse, ich glaube Spreewälder Hirse, die verwenden wir schon ganz viele Jahre. Und diese Hirse habe ich einfach mit ein bisschen Salzwasser gekocht und dann noch mit ein bisschen Olivenöl und Gemüsewürze aus dem Bioladen verfeinert. Das hier ist für meinen Ältesten, für den Simon. Da seht ihr selbstgemachte Chapati, das sind so Fladenbrote aus der Pfanne. Ich röste sie ohne Fett. Ich habe diese Chapatis in Tansania kennengelernt, da werden die noch so in Öl gebraten. Und dazu gibt es so eine Mischung aus Kidneybohnen und Kokos. Das wurde damals auch in Tansania so gekocht, das habe ich da so kennengelernt. Mit Knoblauch und Zwiebeln, die werden angebraten, dann die Kidneybohnen dazu. Manchmal hat man auch noch ein bisschen Tomaten dazu gegeben, das habe ich jetzt nicht gemacht. Einfach nur Kokosmilch und dann noch Paprikascharf und Chili, also es ist scharf. Und dazu kann Simon eben die Chapati, die Fladenbrote essen. Circa eine Stunde nach der Abendmahlzeit gibt es noch einen kleinen Snack für meine Jungs. Der Jüngste hat sich Hirseflips gewünscht. Die kaufen wir im DM bzw. bestellen das online beim DM. Das ist einfach nur Hirse und ganz wenig Salz. Und für meinen Ältesten gibt es selbstgemachte Energiebällchen aus Datteln, Kokos, Mandeln und Vanillepulver. So beginnt der nächste Tag für meine Jungs. Zuerst gibt es wieder ein paar Chlorella-Presslinge mit Wasser. Für meinen Ältesten noch einen Moringa-Pressling. Dann gibt es eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Für meinen Jüngsten gibt es noch eine Portion True Fruits mit der Mango-Orangen-Variante. Und für meinen Ältesten gibt es 3 Maracuja. Diese 4 grünen Produkte verwende ich für meine Jungs. Mein Ältester bekommt ab und zu Moringa-Presslinge, die bestehen nur aus der getrockneten und gepressten Pflanze. Meine Jungs bekommen schon seit Jahren regelmäßig Chlorella-Presslinge. Chlorella ist eine Mikroalge und reich an Nährstoffen, auch sehr eiweißhaltig und enthält natürlich viel Chlorophyll. Dann seht ihr hier den Grassaft-Alkalisierer. Das ist mein persönliches Lieblingsprodukt. Und wenn ich zum Beispiel Fruchtshakes für meine Jungs mixe, dann kommt immer noch ein bisschen Pulver davon in den Fruchtshake. Und hier der grüne Saftkomplex, davon vermische ich eine ganz kleine Menge mit Wasser und da bekommen die Jungs manchmal einen kleinen Shot davon. Ihr findet den Link zur Lebenskraft pur bzw. die Links zu diesen 4 Produkten unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für meine Jungs gibt es jetzt selbstgemachtes Eis. Dieses Eis besteht nur aus einer Hauptzutat, nämlich gefrorenen Bananen. Diese Bananen werden im reifen Zustand eingefroren, also in kleine Stücke gebrochen, dann eingefroren und dann in einem Hochleistungsmixer zu einem cremigen Eis gemixt. Ich habe noch etwas Vanillepulver hinzugefügt und für meinen Ältesten gibt es dazu noch etwas selbstgemachte Karob-Schokolade. Ich spiele gerade mit meinem Jüngsten Uno in der Küche und habe ihm jetzt auch noch einen kleinen Brotteller gemacht. Das ist das glutenfrei selbstgebackene Brot. Und Silas hat sich dazu Honig gewünscht. Weißt du noch, welchen Honig? Ja, welchen? Mandelhonig. Nee, ich glaube, das war nicht der Mandelhonig, sondern der Honig vom Stürmtaler See. Das ist so ein regionaler Honig, der hier bei uns um die Ecke entsteht. Für meinen Ältesten gibt es jetzt auch getoastetes Brot.
glutenfreies Brot, 4 Scheiben mit Honig von Jurassic Fruit. Das ist auch Rohkosthonig. Simon, welche Sorten? Wald und Mandel. Mandel. Wald- und Mandelhonig. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Ihr seht, die Hauptzutat dieser Abendmahlzeit ist die Kartoffel. Ich bestelle Kartoffeln, aber auch anderes regionales Gemüse, auch regionales Obst schon seit über 15 Jahren bei einem regionalen Biobauern. Bei uns gibt es relativ häufig Kartoffeln, also für meine Jungs gibt es relativ häufig Kartoffeln in verschiedenen Varianten. Das sind jetzt hier Pellkartoffeln, die habe ich noch vor dem Servieren abgepellt. Dann gibt es auch Backkartoffeln. Die Kartoffeln werden mit der Schale im Ofen ohne Fett gebacken. Ich mache auch häufig für meinen Ältesten Kartoffelbrei oder ich mache auch irgendwelche Gemüseeintöpfe. Da ist auch oft die Kartoffel dabei. Also für meinen Ältesten gibt es heute Kartoffel. Dann eine selbstgemachte braune Soße aus ganz wenigen Zutaten. Dann gibt es noch Gurke mit Bärlauchpesto, selbstgezogene Linsensprossen. Dann haben wir hier so 4 Bratlinge. Das sind so Energietaler, vegane Energietaler, auch mit Sprossen aus dem Bioladen. Und dann hier noch selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün. Für meinen Jüngsten gibt es nur die Kartoffeln mit der braunen Soße. Es ist Abend, schon etwas später, es ist draußen schon dunkel und ich schaue jetzt mit meinem Jüngsten noch einen Film und er möchte dazu Hirseflips essen. Das sind nur gepuffte Hirse mit ganz wenig Salz und dazu möchte er eine Hafer-Schokomilch trinken. Mein Ältester, der spielt gerade mit einem Freund am PC und für den gibt es eine Nukao-Schokolade und zwar Himbeercrisp, wirklich sehr empfehlenswert. Es ist jetzt gegen 11.30 Uhr, meine Jungs haben tatsächlich bis jetzt gefastet, die hatten keinen Durst, keinen Hunger, also ich lasse sie da auch immer ganz individuell entscheiden, wann sie was trinken und essen möchten. Sie starten jetzt wieder mit Chlorella-Pressling und Wasser. Für meinen Ältesten gibt es noch einen Moringa-Pressling. Danach gibt es frisch gepressten Orangensaft und für meinen Ältesten gibt es noch eine schöne, reife Cherimoya. So sieht die Frucht dann im Ganzen aus. Wir bestellen ab und zu Cherimoya, gerade dann, wenn Saison ist, gern bei Jurassic Fruit. Kurz nach 12 Uhr gibt es für meinen Jüngsten getoastete Baguette-Scheiben. Das ist ein Dinkel-Baguette mit selbstgemachtem Schokoaufstrich, der vom Geschmack sehr nah an diese ganz bekannte Schokoladencreme herankommt, die mit Ella aufhört. Und diese selbstgemachte Schokocreme, die besteht aus nur 4 Zutaten. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt die 2. Portion geröstetes Dinkelbaguette mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Und für meinen Ältesten gibt es jetzt auch davon einige Scheiben. Ich esse Orangenhonig. Jetzt am Nachmittag gibt es eine kleine Eisrunde für meine Jungs. Es gibt jeweils für jeden ein veganes Magnum-Eis. So, für Simon gibt es jetzt eine Gurke. Das ist die Abendmahlzeit von meinem Ältesten. Ich habe für ihn einen veganen südafrikanischen Erdnuss-Gemüse-Eintopf gekocht. Wieder mit Kidneybohnen. Er liebt Kidneybohnen. Das ist ein scharfer Eintopf und dazu gibt es für ihn ein paar Chapati. Die hatten wir jetzt schon, habt ihr schon im Foodary gesehen. Die bestehen aus Dinkelmehl, so Chapati, so ein indisches Fladenbrot. Dieses hat sich heute der Silas gewünscht. Eigentlich ist das dein Abendbrot heute, oder? Ja. Du hast nämlich jetzt vor ein paar Tagen davon probiert, als Simon das zu seinem Bohnen-Kokospfanne hatte. Und da hat dir das so gut geschmeckt, da hast du es dir heute zum Abendbrot gewünscht. Einfach nur Chapati. Ja. Wolltest du nicht noch Rohmilchbutter dazu haben? Ja. Genau. Ach so, was wünschst du dir? Wie soll die sein, die Rohmilchbutter? So, die soll so flüssig werden und dann kann ich das da immer so reintun. Genau, da schmelze ich die jetzt nochmal schnell und hol dir dann eine kleine Schüssel und dann kannst du das dann eintunken. Und ich denke mal, dass mein Ältester zu diesem etwas scharfen Gemüseeintopf auch 1-2 Chapati bekommt, oder? Gibst du was ab? Nein. Oh, nein. Naja, mal sehen. Das ist jetzt hier die Rohmilchbutter, Silas. Und wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Du reißt ein bisschen davon ab und dann tunkst. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen zusammenrollen oder so vielleicht. Nee, so. Und? Ist gut. Okay, dann lasst es schmecken. Danke. Das war's wieder von mir, von uns. Ich hoffe, euch hat dieses Foodary gefallen. Wenn ihr mehr Foodaries sehen wollt, dann schreibt es gern unter dieses Video. Lasst gerne auch eure Meinungen, Gedanken zu diesem Foodary unter diesem Video. Ich freue mich auf alle Fälle über unseren Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine entspannte, harmonische und friedliche Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.